So. Freunde der Nacht, Feierabend Blitzrezepte. Express. Ja, so besonders schnell, besonders gut, besonders wenig Zutaten. Ich würde gerne für euch so einen Wrap machen, ja, mit einem schönen Rumpsteak. Ja, das Steak in dünne, feine Scheiben schnetzeln. Und wenn ihr jetzt da kein Rumpsteak habt, dann ist es auch egal. Dann könnt ihr auch gut und gern in Hähnchenbrustfilet nehmen. Oder, das sage ich als Teilzeit-Vegetarier, Tofu zum Beispiel. Okay, Pfanne, gutes Olivenöl rein und jetzt in dem Olivenöl das Fleisch anbrutzeln. Richtig schön heiß muss es sein. Ja, denkt dran, heiß, das Fleisch muss kurz heiß garen, so dass es den Saft behält. Idealerweise ja, einen guten Pfeffer rein. Aber geht auch der ganz normale. Ja. Bleibt locker. Geht auch der ganz normale. So, einmal locker auf dem Handgelenk. Zack. Dann ein paar Cashews. Ich liebe die Dinger, ja. Kürzlich hat jemand zu mir gesagt, Mensch, Hensi, du haust in jedes Gericht die komischen Nüsse rein. Ja, mache ich. Und warum? Weil sie einfach saugut schmecken. Puderzucker. Und der Puderzucker karamellisiert jetzt mit den Nüssen und dem Fleisch. Das heißt, es entsteht so ein feiner, leckerer Karamellgeschmack. Und jetzt zeige ich euch mal, warum der Bub die Handschuhe anhat. Eigentlich ganz einfach, weil ich so eine Art Coleslaw-Salat mache. Und zwar mit dem Rotkraut, Blaukraut. So, fein schnibbeln und den Salat bzw. das Gemüse in die Schüssel rein. So, dann kommt dazu, seid ihr dabei? Ein Schlückchen Essig. Mit dem Essig etwas Öl und dann Ingwer. Ich mache das immer so. Ihr könnt den Ingwer natürlich auch mit einem Messer schälen, aber das schaut nicht so toll aus. Deswegen mache ich das immer mit einem Löffel. Aber das geht bis auf jetzt. Geht es eigentlich gut? Nee, Spaß, was heute mit dem Löffel geht es gut. So, dann den immer ein bisschen reiben auf meiner super guten Reibe. Und dann kommt der noch hier dazu. So, knackiger Rotkrautsalat mit Ingwer und jetzt mit den Händen ordentlich rein, schön kneten. Also dann schmeckt der später wie gegart. Ja? Also ihr müsst ihn richtig schön kneten und macht mir den Gefallen, haut da wirklich Handschuhe mit ins Spiel, sonst ist es nicht so gut. Also sind eure Hände auf Monate hinweg blau. Seid ihr bei mir? Da ist das Fleisch. Angebrutzelt, karamellisiert. Und jetzt zu dem Fleisch. Ich liebe es einfach. Bitte, kauft das mal. Tandoori-Paste. Gibt es wirklich in jedem guten Supermarkt. Und das schmeckt so unfassbar. Dann komm hoch. Das schmeckt so unfassbar geil. Ihr müsst mir das glauben. Wirklich. Also ihr könnt es ja nicht riechen, aber das allein ist schon kulinarisch eine Generalsensation. Okay, einverstanden? Also, das wird gemacht. Jetzt nehmt ihr so einen frischen Tortilla-Wrap und gebt auf diesen Wrap ein bisschen was von dem Kraut. Ein Schlückchen Rucola. So, und dann das Fleisch. Boah, ist das geil. Und es duftet. So, ihr müsst die Ränder freilassen, ja? Piep, piep, hier wird nicht gemotzt. So, Ränder freilassen, einschlagen und ein bisschen herziehen und jetzt feste drücken. Drücken. Hier am Rand könnte man es etwas einschlagen, muss aber nicht sein. Schön feste drücken, auf der Nahtseite liegen lassen. Und jetzt schneide ich das mal so ein bisschen an. Einmal, zweimal. Ich mache das vorsichtig mit dem Messer, gell? Nicht motzen zu Hause. Ja,
mein geliebtes Messer. Herr Bernd, mal filmen. Ja, das ist auch, dass die Fans auch sehen, dass es geil aussieht. So, dann last but not least habe ich hier in einem extra kleinen Schälchen. Mein Gott. Mayonnaise. Ja, hier. Super, du lachst und der Fachmann wundert sich. So, und das hier kommt hier oben ein bisschen drauf. Und am Ende des Tages habe ich hier eine, mein Gott, meine ehemaligen Mitarbeiter vom Landhaus, vom Sterne-Restaurant bis jetzt schmunzeln immer und sagen, ah, der Chef mit seiner Chili-Soße. Ja klar, weil Chili-Soße geil ist. Und ich habe eine eigene Chili-Soße im Buch, ja, Feierabend-Blitzrezepte. Hier, Bernd, halt mal drauf. Da gibt es das erstmalig rezeptierte Rezept von Christian Henzes Chili-Soße. Ohne E-Nummern, mit Mango. Saumäßig genial. Okay? So. Ein Rap. In ganz in Ruhe zubereitet, mit Liebe gekocht. Feierabend, Blitzrezepte, Express. So, ich trinke jetzt ein Bier. Ciao.